Draußen steht ein ehemaliger Agent, der vom BND gefeuert wurde, weil er dem Obermann nichts gesagt hat, was der angeblich schon gewusst hat. Jetzt will er bei uns den Wahnwitz auspacken. Bühne frei für unseren Nargent 0011. Bitteschön. Gestatten, mein Name ist Blond. James Blond. Ich besitze die Lizenz zum Blödeln. Mein Deckname ist Nargent 0011. Seit Generatoren stehe ich im Dienst seiner Majestät, eures Präsidenten M. Wo ist er dann, der Schnitzelbomber? My Miss Little Penny hat heute Abend gesagt, als er sich von mir verabschiedet hat, Chips, viel Spaß bei der Bohnenbeidel und trink nicht so viel. Ja, was dann jetzt? Jetzt warte ich schon 1 Stunde und 60 Minuten auf meinen Einsatz. Aber es war mir nicht langweilig hinter der Bühne im Backstage-Bereich. Die Kaltmamsell, die Catering, hat mich fürstlich bedient. An der Cocktailbar am Schnüffelbalge hat sie mir schöne Augen gemacht. Ja, ich kann es ja verstehen. Ich bin jetzt in einem Alter, wo die Frau bei mir Geld vermute. Ich hab gesagt, Käthe, du siehst aus, als ob ich keinen Drink vertrage. Und die Käthe, die sieht gut aus. Die hat ein poppische wie ein Päckchen Feinschnitt. Ja, mir Männer gucke ja die Frauen gern auf die Hinnen und denke, wow, was ein Arsch. Und die Frauen denken dasselbe. Nur gucken die uns Männer ins Gesicht. Die Käthe hat mich gefragt, James, was willst du denn trinken? Ein Martini, drei? Bist du verrückt? Ich kann doch jetzt gerade 3 Martini trinken. Da bin ich nachher voll wie ein Busrusse. Und dann hat sie mir doch 3 Martini, 3 gemacht. 2 hat sie mir gerührt und 1 geschüttelt. Und immer dann, wenn ich geschüttelte Martini trinke, dann schüttel ich die Schüttelreime gerade so aus dem Ärmel. Unter einer Wichtelwurzel hört man einen Wichtel. In Hosen voll mit Hängeärschen muss fürchterliche Enge herrschen. Meide immer heiße Ware, sonst bekommst du weiße Haare. Ich habe auch schöne Haare, oder? Und habe einen tollen Haarschnitt. Und einen schönen Haarschnitt habe ich.
Kaum hat die Kroko den Mindestlohn beschlossen, schon schneidet die Frisere besser ab. So blond bin ich am ganzen Körper. Ich bin eine Mischung zwischen Brad Pitt und St. Martin. Jeden Tag eine gute Tat vollbringen. Erst heute Morgen wollte ich einer älteren Dame im Bus meinen Platz anbieten, aber sie wollte nicht von ihrem Sitz aufstehen. Ja. Als Agent 0011, da bin ich auch schon immer auf Partys undercover unterwegs. Da muss ich ermitteln. Neulich habe ich eine Einladungskarte bekommen, da drauf gestanden, die Herren bitte nur mit schwarzer Fliege erscheinen. Es war sehr blöd für mich, war der Einzige mit der schwarzen Fliege. Die anderen Männer hatten alle noch ein Smoking oder einen Anzug an. Das klingt jetzt paradox, aber paradox ist ja auch, wenn zwei Eunuchen sich in eine Sackgasse treffen und einer zum anderen sagt, ei, 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 wie steht's dann? Als 0011 bin ich sehr närrisch veranlagt. Ich stehe jetzt zur Zeit während einer Kampagne jeden Montag mit einem Strauß Rose auf dem Hauptbahnhof und wart auf der Rose Montagszug. Ja, man weiß ja nie, nicht, dass er den umleitet nach Wiesbaden oder so. Ich esse jetzt während der Fasnachtszeit nur Fasnachtsbrötchen. Belegt mit ta-ta-ta-ta-ta-ta. Jeder Klogang ist für mich eine echte Prunksitzung. Und ich hab die passende Pflanze auf dem Klo stehen. Eine Pistazie und ein Kaktus. Ich hab keine Toilettenpapiere auf dem AB. Luftschlange. Kann ich nicht sagen, braucht man verdammt ruhig Hand. Oh. Schade ist ja, dass zurzeit im Radio nicht mehr so alte Fasnachtsschlager gespielt werden, wie von der Margit Sponheimer oder vom Ernst Fabischer. Ja. Neger darf man nicht sagen. Obwohl in der Bibel steht, vor Gott sind alle Menschen gleich. My little Penny hat gesagt, ich soll euch heute Abend all die Witze erzählen, mit denen ich das ganze Jahr nervt. Hab gesagt, soll doch ein schöner Abend werden. Aber einer erzähle ich euch. Einer, die Füße hoch, der Witz kommt flach. Der Lorbas, kennt der Lorbas? Lorbas, der war mit Marialchen zusammen in Königsberg, nicht? Marialchen hat sich immer bekleckert mit Jelben von Ei, nicht? Und Lorbas hat immer gesagt, wir kullern der Erbsen von der Jabel. Hat sich gesagt, musst du breit quatschen, nicht? Ja. Und der Lorbas, der hat gesagt, ich hab einen gekannt, der hat getrunken und ist gestorben. Und ich hab einen gekannt, der hat nicht getrunken, ist auch gestorben. Jedoch der, der nicht getrunken hat, ist früher gestorben, weil der, der getrunken hat, ihn überfahren hat. Ich trinke wenig, aber oft und dann viel. Meistens, aua, da ist mein Revolver, da, was, wenn ich jetzt schieß, da. So, jetzt aber Ruhe.
Also meistens trinke ich Wasser mit Whisky, dann trinke ich Whisky mit Wasser, dann trinke ich den Whisky ohne Wasser und zum Schluss trinke ich dann den Whisky wie Wasser. Ach ja. Wo früher meine Leber war, ist heute eine Minibar. Mein Doktor hat jetzt bei mir eine Organverschiebung diagnostiziert. Ja, Organverschiebung. Meine Leber wäre im Arsch. Glaub mir, wenn man was getrunken hat, Hände weg vom Gas. Flensburg ist wie Pebeck. Ab 18 Punkte gibt's ein Fahrrad. Und wenn ich immer nachts von einer Veranstaltung heimkomme, bin gut drauf, dann kann es passieren, dass ich meinem Nachbar auf seine Haustierklingel schon immer gute Nacht mosse. Da freut er sich ein zweites Loch in der Poppes. Mein Nachbar, der ist Asket. Das ist der Gipfel der Enthaltsamkeit. Der raucht nicht, der trinkt nicht und seit zwei Kinder hat er auch adoptiert. Mein anderer Nachbar, der ist Analphabet. Der kann nicht lesen. Das Einzige, was der liest, sind Autos. Jetzt hat er sich scheiden lassen. Aber alles ehrlich geteilt. 50-50. Sie steht im Grundbuch und er im Telefonbuch. Der leidet an einer paradoxen Psychose. Der steht jeden Morgen froh gelaunt auf, kann es aber nicht zeigen. Jeden Morgen steht er um 5 Uhr auf, egal wie spät es ist. Bei mir ist das ein bisschen was anderes. Ich stehe so spät auf, dass ich abends als ins Bett kann, weil ich noch drin liege. Und übrigens der Spruch, wer abends saufen kann nach morgens schaffen, stimmt nicht. Denn wer abends fesselt, kann nach morgens nicht fliegen. Es gibt ja die unterschiedlichste Schlafstätte. Ein Baby schläft im Gitterbett, ein Soldat im Feldbett und ein Hochzeitspaar im Himmelbett. Und wisst ihr, wo der Dalai Lama schläft? Im Tibet. Naja, man kann auch noch in der Hängematte schlafen. Sofa, Scheißelong, ja. Und es gibt auch Schauspielerinnen, die schlafen auch schon immer auf der Besetzungscouch. Unsere Untermieterin, die über uns wohnt, ist auch eine angebliche Schauspielerin. Die hat sich schon wieder verlobt, die ist wie ein Baum, jedes Jahr ein Ring. Auf der hier im Grabstein steht bestimmt immer, schläft zum ersten Mal alleine. Ich will jetzt nicht damit sagen, dass das eine Schlampe ist. Nee. Öffentliches Verkehrsmittel trifft es eher. Aber das ist ja in der Politik genauso. Da geht es ja 800 in Tripper. Die Politik ist das zweitälteste Gewerbe der Welt. Und dem ältesten sehr, sehr ähnlich. Laut Statistische Bundesamt glauben 50% der Deutschen, dass die Politiker korrupt sind. Und die anderen 50 wissen es. Guckt euch doch den Fall Bofalla an. Der Ronald Bofalla hat Angst, sein Gesicht zu verlieren.
Ei, was Besseres könnte ihm doch gar nicht passieren. Glaub mir eins, dem Bofalla sein Gesicht an die Kellertier genagelt und die Kartoffeln kommen geschält die Kellertreppe hochgelaufen. Ja, da gefällt mir unseren Rainer Brüderle, der gefällt mir viel besser. Der ist cool, der trinkt gerne mal eine. Neulich hat er in einem Interview ganz klar und deutlich gesagt, dass die FDP ist für Bubisar, ist natürlich schade, wenn man über Bubisar ist. Wir waren jetzt jahrelang im Bubisar gewesen und wir kommen aber wieder in 4 Jahren, sind wir wieder im Bubisar. Und übrigens, dass ein Politiker nicht ärgert, der muss die Ruhe und die Nervenstärke eines Stuhles aneichen, denn jeder Stuhl muss auch mit jedem Arsch klarkommen. Aber der Altkanzler Silberlocke, Helmut Schmidt, der ist ja mit seinen 95 rhetorisch unschlagbar. Zu einem Talkast hat der klipp und klar gesagt, der ihn als alter stasinische Kettenraucher tituliert hat, hat Schmidt gesagt, wissen Sie, es gibt Leute, die können mich am Ende meiner Wirbelsäule behandeln wie eine Briefmarke. Unsere Kandesbunzer Bundeskanzlerin, die bringt so schnell auch nicht aus dem Konzept. Wenn der einmal einer blöd kommt, dann kann die schon einmal sagen, wissen Sie, ich kann Sie sowas von ignorieren, dass Sie an Ihrer eigenen Existenz zweifeln. Und dann steht die Angie, steht immer so da, gell? Man denkt immer, sie raute der Macht falsch. Das ist das Geheimzeichen vom Bermuda-Dreieck. Das kündigt an, in absehbarer Zeit wird wieder einer aus meinem Umfeld verschwinden. Was haben Sie gesagt? Ich hätte zugenommen. Ja, von Diät lebt man besser als von Diät. Ach, das steht fest. Aber ich habe auch immer 3500 Gramm nur gewogen. Die Hirnzellen kommen und gehen, Fettzellen bleiben bestehen. Das Einzige, was ich von der Stange kriege, ist ein halber Hähnchen. Ich nehme nicht mehr ab. Vorher findet ein Blinder ein Korn als ein tauber Bischofsheim. Mein Little Penny ist dauernd am Nörgel. Früher, als du Dinner warst, da haben wir uns viel näher gestanden. Wenn du ein bisschen abnehmen willst, hätte man auch mehr Platz in der Wohnung. Oh, sie muss gerade was sagen. Und Spezi hat mich neulich gefragt, oh, na, deine Frau, ihr tolle Figur behalte. Sag ich, was heißt behalte? Sie hat sie sogar verdoppelt. Sie hat auch schon eine Kur gemacht. Nach 6 Wochen hat sie mich angerufen. James, ich habe die Hälfte abgenommen. Wie lange soll ich denn noch bleiben? Ich habe gesagt, noch einmal 6 Wochen. Ich war auch schon einmal bei so einem Abmagerungsguru. Da sind im Wartezimmer schon die Videos gelaufen von den Fatwatchers. Das Schweigen der Schlimme. Nach einer Stunde bin ich ins Labor gerufen. Wann hat das Fräulein gesagt, können Sie Wasser lassen? Sag ich, ja, natürlich, ich kann es lassen. Können Sie kein Wasser lassen? Ja, was dann jetzt? Soll ich es lassen oder lassen? Sie soll es lassen. Ja, dann lasse ich es. Nein, ich brauche aber ein bisschen Urin von Ihnen. Dann hat sie mir so ein Rehchen gezeigt. Können Sie hier rein urinieren?
Habe ich gesagt, ja, aber nicht von der Entfernung. Ach, die Medizin, das ist eine komplizierte Geschichte. Also ein ganz heißes Kapitel. Ich habe in der Rentner-Bravo gelesen, es werden 5-mal mehr Medikamente für Potenz für die Männer und Silikon für die Frauen investiert, als für Alzheimer-Krankheit. Das heißt also im Klartext, in ein paar Jahren haben wir ältere Frauen mit großen Busen und alte Männer mit erregierten Penissen und keiner von denen kann sich mehr erinnern, für was es gut ist. Vor Monaten war ich sowas von deprimiert. Ja, mein Little Penny hat sogar gedroht, mich zu verlassen. Aber auch das konnte mich nicht aufheitern. Nur weil ich eine Frage gestellt habe, sag mal, warum guckst du dann als da diese Kochshows im Fernsehen? Du kannst doch überhaupt nicht kochen. Ja, und du guckst ja Pornos. Mich hat sie auch schon immer bei so einem Eheberater hat sie mich mitgezerrt. Und der hat mir einen Vortrag gehalten. Wissen Sie, in einer guten Beziehung geht's nicht nur um Sex. Nein, da geht's auch um 7. Und merken Sie sich eins, das Vorspiel beim Sex ist am wichtigsten. Der hat sie dann nicht all so ein Blödsinn. Ich hub doch auch nicht eine Viertelstunde vor der Garage, bevor ich reinfahre. Oh, ein Blödsinn da. Ach, und dabei hat mit meiner Little Penny alles so ramondisch, romantisch angefangen. Ach. Neulich, da habe ich mir wieder mal unser Hochzeitsvideo rückwärts angeguckt. Die beste Szene war, wie ich den Ring abnehme, aus der Cash renne und mit der Kumpel zu einer Saufe gehe. So, steht jetzt gern gehe, muss aber fort. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Hello. Dank, dass du deinen Präsidentenstuhl verlassen hast, um uns so herrlich mit so blöden Witz zu erfreuen. Aber eins musst du mir versprechen. Hinterher erklärst du mir das mit dem Fliegen und dem Hupen. Das habe ich nicht verstanden. Macht nichts. Ein Meister des Kokolores und obendrein einer der besten Sitzungspräsidenten der Mainzer Fasernacht. Heinz Meller!
Aber mit dir auf der Bühne, Heinz, lass mich noch ein paar liebe Gäste begrüßen. Ich darf von der Fraktion der Grünen begrüßen unsere Familienministerin, Frau Irene Alt, und den Fraktionsvorsitzenden Daniel Köbler. Herzlich willkommen in unserer Sitzung. Und Heinz, es ist eigentlich dein Heimspiel. Auf deiner Seite, du siehst deine Freunde rechts unten, den Präsidenten und Vizepräsidenten des Bunds Deutscher Karneval, Volker Wagner und Dr. Peter Krawitz. Herzlich willkommen. Das ist Mensa Fasenacht. Klasse, so ein blöder Kokolores, das kann es nur bei der Bohnenbeutel geben. Verabschieden wir uns und bedanken wir unseren Präsidenten, unseren Nargent 0011, unseren James Blunt mit einem dreifach kräftigen, donnernden Hello! Hello! Hello.